Grüßt euch und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Holzfuchs. In der letzten Folge habe ich den Hauptbremszylinder, den neuen Hauptbremszylinder für den 8006, gereinigt und zerlegt. Und heute werden wir wieder zusammenbauen, also noch final sauber machen, die letzten Reste in die Laufbuchsen noch rausputzen, die Kolben nochmal mit Schleifpapier fein behandeln und dann werden wir den Dichtsatz einbauen und werden wir den Hauptbremszylinder soweit wieder zusammenbauen. Wenn euch das interessiert, bleibt dabei, dürft ihr mir gerne zuschauen. Bis gleich! Schön, dass ihr noch mit dabei seid. Ihr seht zwar mich jetzt nicht, ich habe jetzt den Fokus schon mal auf die Arbeitsfläche gelegt, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, dass ihr mich seht. Ich wollte sehen, was ich da mache und das erkläre ich euch jetzt kurz. Da, das sind ja die Hauptbremszylinder, sage ich jetzt einmal. Da drin läuft der Kolben, der Bremskolben. Und da drin, ich weiß jetzt nicht genau, ob es die Kamera einfangen kann, aber da drin versteckt sich noch ein bisschen Rost. Und den werde ich jetzt mit Hilfe dieser Flaschenbürsten, nennen sie die, sind 19 mm Messingflaschenbürsten, mit denen werde ich jetzt da den Kolbenraum sauber machen. Ich werde dazu schon die Bremsflüssigkeit benutzen, einfach damit das Ganze ein bisschen geschmiert ist, dass das nicht ganz so trocken abläuft da drin. Verwenden tue ich für meine Oldtimer DOT 3 Bremsflüssigkeit. Es gibt mittlerweile schon modernere Bremsflüssigkeiten, DOT 4, DOT 5, die sind aber in der Regel für die Oldtimer nicht geeignet, weil da Zusatzstoffe drin sind, die damals noch nicht berücksichtigt worden sind und dementsprechend sind die für diese Bremssysteme nichts. Wie gesagt, ich habe mir das auch alles gelesen. Ich bin jetzt da kein Fachmann, nagelt es mir nicht fest. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich was falsch sage oder wenn ihr da nähere Informationen habt dazu. Wie gesagt, mir ist für die Oldtimer die DOT 3 Bremsflüssigkeit empfohlen worden und so habe ich das rausgelesen und darum verwende ich die auch und habe bisher auch immer gut funktioniert. Zusammenhängen tut das unter anderem auch mit dem Flammpunkt. Also, ja, ich weiß jetzt nicht genau, irgendwo 195 Grad, glaube ich, halt dieses DOT 3 aus. Die modernen sind bei 230 Grad, aber so heiß wird jetzt an die Bremse vom 8006 wahrscheinlich eh nicht. Gut. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe drei von diesen Flaschenbürsten gekauft, das war so ein Set. Eine werde ich jetzt präparieren, da werde ich da hinten diesen Knubbel abschneiden, dann kann ich das in den Akkuschrauber einspannen und dann kann ich da sauber reinbürsteln. Warum verwende ich jetzt da die Bremsflüssigkeit und nicht irgendeinen Reiniger oder irgendein anderes Öl? Aus dem ja, ganz einfachen Grund, die Bremssysteme, die sind, ja, ich möchte jetzt sagen, relativ empfindlich, was Fremdstoffe angeht. Und ich mag jetzt da nicht einfach irgendeinen anderen Parts reinkriegen, der dann vielleicht später im Bremssystem ein bisschen Schwierigkeiten macht. Und aus dem Grund nehme ich da jetzt einfach schon ein paar Tropfen von dem originalen Bremsenreiniger her.
Ich ziehe mir jetzt mal nochmal flüssigkeitsdicht die Handschuhe drüber. Also zumindest an der linken Hand, da wo ich den Bremszylinder anfasse. Weil, ja, im Prinzip ist die Bremsflüssigkeit ein Öl. Aber wie schon gesagt, da sind noch Zusätze drin, damit das ein bisschen temperaturbeständiger wird. Ja, und sonst auch noch ein paar lustige Sachen mehr kann. Und die will ich jetzt nicht unbedingt auf der Haut haben. Und die Handschuhe, die ich da habe, die haben zwar so eine Beschichtung drauf in der Handfläche, aber die sind nicht dicht, die sind nicht wasserdicht, flüssigkeitsdicht. Und ihr seht schon, diese Bremsflüssigkeit, die löst jetzt auch den Rost ziemlich gut an. Darum pinsel ich das jetzt mal ein und lasse das mal ein bisschen einwirken. Und dann tun wir da nachher weiter und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Kolben, die Bremskolben. Damit ich die Bremskolben jetzt bearbeiten kann, setze ich in Schraubstock die Schonbacken ein. Das sind Aluschonbacken. Die schonen das Werkstück, das man jetzt da einspannt, daher kommt auch der Name Schonbacke. Die werden einfach da auf die bestehenden Backen aufgelegt. Da ist ein Magnet drin, dann halten die ein bisschen. Und da sind also Prismen eingefräst. Da kann man jetzt an runde Werkstücke relativ gut spannen. Und jetzt mache ich einfach eins. Gehe jetzt da auf den kleineren Durchmesser. Der kleinere Durchmesser, das ist der Verdrängungsraum von dem Kolben. Und die anderen Durchmesser sind alle gleich und da führt sich der Kolben praktisch in der Buchse, im Zylinder. Und diese Flächen werde ich jetzt dann ganz leicht mit ganz feinem Schleifpapier ein bisschen abziehen, damit da einfach die Oberfläche wieder ein bisschen schöner wird. Ich habe dazu so ein 240er Schleifband ist es. Das nehme ich einfach gern her, um da so kleine Sachen ein bisschen zu polieren. Und das probiere ich jetzt einmal ein bisschen mit Bremsflüssigkeit. Da werden wir hoffen, dass die Oberfläche ein bisschen schöner wird. Schauen wir mal, wenn es nichts taugt, schneiden wir uns nochmal ein Streifel runter und machen es trocken. Ja, doch. Ich wollte euch jetzt nicht wieder 20 Minuten zuschauen lassen, wie ich die Teile reinige. Ihr habt es gesehen, wie ich es gemacht habe. Das ist jetzt das Ergebnis. Der Behälter an sich ist natürlich noch ein bisschen rostig. Den habe ich jetzt außen nicht gereinigt, aber der wird ja dann sowieso, wenn der 8006 irgendwann mal sein neues Farbkleid kriegt, mittellackiert. Von daher ist das jetzt außen gar nicht so ausschlaggebend. Innen ist er einigermaßen sauber. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Die Werkstatt ist voller 8006. Muss bei euch im Video jetzt nur ein paar Sekunden warten. Bei mir, ja, ich glaube, dass es 4 Wochen her ist. Ja, ist momentan gerade ein bisschen schwierig. Es ist wirklich elendig viel in der Arbeit los, fast jeden Samstag und dementsprechend wenig ist dann auch Zeit für solche Nebenprojekte wie jetzt das. Ihr merkt es ja an den Videos, es ist momentan nicht viel los mit dem Holzfuchs.
Mir tut das echt leid. Ich würde wirklich gern mehr machen. Aber naja, wie gesagt, die Zeit erlaubt mir da aktuell nicht mehr. Aber auch das wird irgendwann wieder anders werden. Wir werden jetzt heute den Hauptbremszylinder vom 8006 ausbauen und werden das mal vergleichen mit dem Hauptbremszylinder, den wir neulich hergerichtet haben. Weil da sind ja noch ein paar Ungereimtheiten und von dem weiß ich ja, dass er grundsätzlich mal funktioniert hat. Und der gehört ja nur wieder neu gemacht und dann schauen wir, wie wir aus diesen zwei bestehenden Hauptbremszylindern vielleicht dann einen funktionierenden machen können. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das mit der Kamera mache. Das ist da unten alles ein bisschen eng. Ich mag jetzt aber auch nicht das Rad runterbauen, das ist mir jetzt echt zu viel Arbeit. Für das, dass ich im Endeffekt vier Schrauben lösen muss. Ich schaue jetzt mal, ob ich es so hinbringe. Ich werde euch da jetzt nicht so stark mitnehmen können, weil die Action Cam, die wo ich da irgendwo deponieren könnte, ist leider wieder mal leer. Da werde ich jetzt auch mal eine andere Lösung brauchen. Aber ich schaue, dass dann zumindest beim Einbau die Akkus voll sind und dann könnt ihr zumindest beim Einbauen zuschauen. Papa? Ja? Ich glaube. Du schlafen? Ich. Du machen. Oh, wartet, Papa. Wartet, ja, wie ihr seht, ich habe den Hauptbremszylinder, der eingebaut war, jetzt auch wieder komplett zerlegt, habe ihn wieder komplett sauber gemacht, habe ihn einweichen lassen. Im Prinzip genau dasselbe wie das, was ich im letzten Video schon gemacht habe. Wer von euch dieses Video nicht gesehen hat, ich blende es euch da noch mal ein. Da seht ihr, wie ich diesen Hauptbremszylinder bzw. den gebrauchten Hauptbremszylinder, den ich mir gekauft habe, zerlegt und sauber gemacht habe. Genauso bin ich jetzt bei diesem Hauptbremszylinder vorgegangen und ich habe feststellen müssen, der Hauptbremszylinder, der eingebaut war, war deutlich besser beieinander als der, den ich gebraucht gekauft habe. Das macht aber nichts. Wie gesagt, diese Hauptbremszylinder sind original nicht mehr zu bekommen und so gut, dass ich ihn aufs Lager legen kann, wenn einmal noch mal irgendwas wäre als Ersatzteilträger, so gut ist der gebrauchte auf jeden Fall noch. Und ja, der liegt da gut umeinander, von daher wird der auch jetzt, so wie er ist, sauber gereinigt ins Lager kommen und bei Bedarf kann ich dann darauf zurückgreifen. Ich habe auch das Geheimnis lüften können. Es waren ja Hohlschrauben im gebrauchten Hauptbremszylinder drin, die ausgegossen waren mit Blei oder mit Zinn oder die sind irgendwie blind gemacht worden. Das habe ich jetzt mittlerweile herausgefunden. Warum das gemacht worden ist, da hat anscheinend der Vorbesitzer von diesem Hauptbremszylinder mal irgendein Teil verloren. Oder ja, wie auch immer. Auf jeden Fall kommen wir da jetzt im Laufe vom Zusammenbau drauf, für was, dass diese Hohlschrauben eigentlich sind. Das zeige ich euch dann, wenn wir dann soweit sind. Gut, ich würde sagen, ich schmerze jetzt gar nicht mehr lang. Ich bringe euch jetzt so in Pose, dass ihr mir ein bisschen auf die Finger schauen könnt und dann bauen wir den Hauptbremszylinder wieder zusammen. Wenn ich ihn beieinander habe, sehen wir uns mir wieder. Pack mal so.
Ich sehe es schon kommen. Ist mit diesen Dichtungen wieder Geduldsprobe. Nummer 1 hebt man. Da seht ihr jetzt den Grund, warum beim anderen Hauptbremszylinder die Schrauben blind gemacht worden sind. Es ist praktisch unten an den jeweiligen Bremszylindern nochmal eine Hohlschraube mit so einem Ringabgang und da ist nochmal eine zusätzliche Entlüftung dran. Ob man die braucht, das weiß jetzt ich nicht. Vermutlich nicht, weil sonst hätten es die anderen nicht blind machen können. Jetzt zeige ich jetzt nochmal die andere Ringschraube vom anderen Zylinder. Ich weiß nicht genau, ob man es erkennen kann, aber der ist eben, wie gesagt, da zugossen. Und da sieht man die Bohrung. Hingegen diese Ringschraube, die ist da offen. Und ihr seht es ja schon, man sieht da das gelb verzinkte Nadel, ist noch relativ gut intakt. Gut, im Außenbereich ist es natürlich rostig, weil ja die auch mit Salz in Kontakt kommt. Aber diese Hohlschraube, die ist da noch intakt. Natürlich bauen wir es wieder auf den Stand zurück, weil irgendwas werden sich die Ingenieure von EVG natürlich gedacht haben, wie sie da diese zusätzliche Entlüftung eingebaut haben. Der ist jetzt soweit fertig vormontiert. Das Einzige, was dann abgeht, ist der Bremslichtschalter. Der gehört da reingeschraubt. Da habe ich jetzt noch keinen neuen nicht da, der ist bestellt. Und da möchte ich aber einen neuen einbauen, weil dann ist da unten fertig. Dann brauche ich da nicht mehr dran. Der ist zwar noch gegangen, der wo eingebaut war, der wird auch nicht weggeschmissen. Aber einfach aus dem Grund, dass ich jetzt alles hineinmache, mache ich den Bremslichtschalter auch noch gleich mit. Die kosten nicht viel Geld. Und dann ist das einfach wieder alles was Gescheites. Gehört halt natürlich eingebaut, bevor das System entlüftet wird, weil sobald man da wieder aufmacht, ist natürlich wieder Luft im System. Das war ja auch noch eine Frage aus dem letzten Video, dass da zwei Bohrungen drin sind. Das ist einmal eine große Durchgangsbohrung und was beim zweiten, beim gebrauchten Zylinder nicht mehr zu sehen war, ist, dass da eine wirklich sehr, sehr kleine Millimeterbohrung drin ist. Das wird man jetzt im Kamerabild wahrscheinlich nicht sehen. Aber ich denke mir, dass das irgendwie auch noch mit zur Entlüftung oder zur Entlastung gehört, weil da drinnen wird ja der Bremsdruck aufgebaut in dem Kolbenraum. Und dementsprechend wird das da dann auch irgendwelche Hintergründe haben, warum das da noch eine Bohrung drin ist. So, jetzt ist er wieder beieinander. Die Betätigungshebel habe ich auch gleich mit eingebaut. Die sind ja da drehbar. Und ich tue mir einfach leichter, wenn ich den Hauptbremszylinder wieder an den Traktor und den Bulldog anschraube und tue dann an die Bremspedale, an die Geberstangen, diese Betätiger wieder einschrauben. Also er schaut wieder gut aus, er pumpt auch, also zumindest Luft, er ist ja noch leer. Das war's für die heutige Folge jetzt dann schon wieder gewesen.
Ich hoffe, es war wieder interessant und lehrreich für euch. Und auch schon mal danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Noch kurz ein paar Worte. Ich habe es ja schon gesagt gehabt, also momentan ist es einfach schwierig mit der Freizeit, alles noch unterzubringen. Ich habe ja einige Hobbys, nicht nur YouTube, aber natürlich möchte ich auch dieses YouTube-Hobby weiterhin betreiben. Mir macht es sehr viel Spaß, auch mit euch, mit euren Kommentaren. An der Stelle auch schon mal ein großes Dankeschön für all eure Kommentare. Und auch da muss ich momentan mein Haupt senken. Mir tut es echt leid, ich komme momentan sehr wenig dazu, die Videos oder die Kommentare zu beantworten. Dementsprechend auch an alle Inhaltsersteller, denen ich ja folge, ob das der Max ist, ob das der Peter ist, eigentlich alle, die da irgendwo bei uns im bayerischen Raum einen ähnlichen Kanal betreiben wie ich. Ich folge euch natürlich, aber oft einmal liege ich dann auf Nacht nur auf der Couch und lasse mich da von euren Videos berieseln und komme dann oft einmal nicht mehr dazu oder vergiss dann auch teilweise, dass ich noch einen Kommentar dazu schreibe. Was nicht heißt, dass mir eure Inhalte nicht mehr gefallen. Also das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir da nachsichtig, sowohl die YouTube-Kollegen als auch ihr, mein Publikum. Ja, genug der Winselerei. Hilft nicht, wird schon wieder anders werden, sagen wir mal, 100 Jahre hängt es nicht auf eurer Seite. Wie gesagt, der Hauptbremszylinder ist jetzt soweit wieder beieinander. Der Dichtsatz ist eingebaut. Ich habe auch überall neue Kupferdichtungen verbaut, wo Kupferdichtungen waren. Auch wo O-Ringe waren, wird es da zum Beispiel von den Hohlschrauben. Da sind O-Ringe drin, damit die nach unten hier abdichten. Auch die habe ich neu gemacht, neue O-Ringe reingemacht. Der Bremslichtschalter kommt jetzt noch neu. Und dann wird er wieder eingebaut mit frischer Bremsflüssigkeit befüllt. Wie gesagt, beim nächsten Mal bauen wir ihn ein, den wir auffüllen, den wir das Bremssystem entlüften und dann schauen wir mal, was uns gebracht hat. Auf alle Fälle hat der Bremszylinder, der eingebaut war, nicht so schlecht ausgeschaut, wie befürchtet. Also die Dichtungen waren eigentlich alle gut. Er war innenwertig, die ganzen Kolben waren eigentlich sauber beieinander. Soll halt eigentlich auch soweit alles dicht gewesen sein. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt dieser Hauptbremszylinder wie neu. Also da sind neue Dichtungen drin, da ist nichts mehr, wo sie irgendwie alte Teile verbaut hätte. Dementsprechend, wenn jetzt der Fehler weiterhin am Bremssystem besteht, weiß ich, okay, das erste Element in der Kette passt und dann kann man weiterschauen. Das nächste wären dann ja, entweder die Bremsleitungen zu erneuern, was vielleicht eh so eine Idee wäre, weil es kommt ja sowieso auch noch die Allradbremse dazu, da muss ich sowieso an die Leitungen ran. Oder dann einfach auch hinten in die Axtrichter drin die Radbremszylinder. Aber jetzt schauen wir erst einmal, was das gebracht hat. Geschaut hat es einmal auf gar keinen Fall. Ich hätte jetzt auch mit den alten Teilen oder mit den alten Dichtungen wieder zusammenbauen können, aber das schmerzt mir immer ein bisschen, weil die Arbeit ist ja sicherlich die gleiche. Man muss alles zerlegen, man muss alles sauber machen, man hat alles ausgebaut und dann natürlich kostet dieser Dichtsatz 80 Euro, habe ich ja bereits schon erwähnt. Aber dann weiß man einfach, die Arbeit ist für lange Jahre wieder erledigt. Man baut den dann mit neuen Komponenten und neuen Teilen wieder zusammen und dann kann man sicher sein, die nächsten 10, 15, weiß ich nicht, vielleicht 20 Jahre, schauen wir mal, passt dieser Hauptbremszylinder hoffentlich dann wieder. Ich sage nochmal Dankeschön, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Wenn es euch gefällt und wenn es euch weiterhin interessiert, was ich mache, dann abonniert bitte meinen Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben da und auch über einen Kommentar freue ich mich. Ich hoffe, ich habe jetzt dann auch wieder die Zeit, dass ich euch die Kommentare entsprechend wieder zeitnah beantworte. Wie gesagt, seht ihr es noch. Es wird wieder anders und dann könnt ihr wieder bei den Holzfuchsabenteuern mit dabei sein. Bis dahin, bedanke mich recht herzlich, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Holzfuchs. Bitte, servus.